Hallo und herzlich willkommen zu unserer ersten Online-Veranstaltung von Christen im Beruf Team Darmstadt. Diesmal begrüße ich Sie nicht wie sonst üblich in einem Restaurant, sondern in dieser Form an Ihrem Bildschirm. Ich freue mich, Ihnen hier den Vortrag von Herrn Dr. Albrecht Kellner präsentieren zu dürfen. Herr Dr. Kellner ist in Namibia geboren und aufgewachsen. Er hat in Göttingen und in San Diego Physik studiert und war Manager bei einem europäischen Zentrum für bemannte Raumfahrt, sprich EADS Astrium ST in Bremen. Dort war er zuletzt stellvertretender technischer Direktor. Er ist verheiratet und Vater von zwei Söhnen. Herzliche Einladung zu diesem spannenden Vortrag über eine abenteuerliche Reise, die tatsächlich zum Ziel führte. Der Titel lautet Expedition zum Ursprung, ein Physiker sucht nach dem Sinn des Lebens. Auf der Grundlage dieses Vortrages wird es am 10.01.2021 eine Live-Konferenz mit Herrn Dr. Kellner geben, zu der wir Sie herzlich einladen und wir freuen uns, wenn Sie daran teilnehmen. Sie haben die Möglichkeit, uns die Fragen, die Sie gerne von Herrn Dr. Kellner beantwortet haben möchten, im Vorfeld zu senden. Unsere E-Mail-Adresse und die Zugangsdaten zur Live-Konferenz finden Sie auf unserer Homepage www.cib-da.de. Wir von Christen im Beruf, Team Darmstadt, wünschen Ihnen nun eine spannende Zeit beim Zuhören und gerne bis später. Mein Name ist Albrecht Kellner. Ich bin Physiker und war stellvertretender technischer Direktor der internationalen Raumfahrtfirma Astrium Space Transportation. Heute heißt die Airbus Defence and Space. In meinem Ruhestand halte ich überall in Deutschland, Österreich und der Schweiz Vorträge über einige grundlegende Fragen des Lebens. Und dies ist der dritte Vortrag. Unter dem Titel Expedition zum Ursprung, ein Physiker sucht nach dem Sinn des Lebens. Unschwer zu erkennen, dass mit dem Physiker ich selber gemeint bin und ich möchte Sie auf eine Art autobiografische Reise mitnehmen entlang den verschiedenen Wegmarken, die mich dann tatsächlich zum Ende dieser Expedition geführt haben. Wie fing das Ganze an? Geboren bin ich in einem winzigen Städtchen namens Swakopmund in Namibia, wo ich vor einigen Jahrzehnten meine erste freundliche Aufwartung gemacht habe. Und dieses Städtchen hat es tatsächlich in sich. Es liegt an der Küste des Atlantik, an der ältesten Wüste der Welt, der Namib. Und das sieht so aus. Also man sieht, allzu viel ist nicht vorhanden. Und wenn wir sonntags mit unseren Eltern spazieren gingen, dann gingen wir nicht etwa in den Park, den gab es nicht, sondern wir gingen an den Strand. Und das sah dann so aus. Oder wir packten Kaffee und Kuchen ein und fuhren dann tief in die namibianische Wüste. Das sah dann so aus. Bis man schließlich eine Stelle fand, wo es einen Baum gab, der so ein bisschen Schatten spendete. Und darunter lagerte man sich, packte Kaffee und Kuchen aus, verspeiste das Ganze und fuhr dann fröhlich wieder nach Hause. Oder man fand eine andere Stelle, wo man sich im Schatten dieser gewaltigen Felsbrocken lagerte. Und Sie können sehen, dass das natürlich gewaltige Naturphänomene waren, die einen tiefen Eindruck auf mich als Teenager hinterließen. Aber der stärkste Eindruck für mich war immer noch der namibianische Nachthimmel. Der ist nichts im Vergleich zu dem, was man hier normalerweise zu sehen bekommt. Also der ganze Himmel ist übersät mit kristallklar funkelnden Sternen. Das Kreuz des Südens ist ganz klar zu sehen. Und die Milchstraße ist deutlich zu erkennen als ein milchiges Band, so wie man es hier auf diesem Bild etwa erkennen kann. Und das hatte oder das war die Ursache dafür, dass ich relativ früh diese Frage stellte: Wozu dieses Weltall? Wozu bin ich da? Woher komme ich? Wohin gehe ich? Und instinktiv wusste ich, je nachdem, wie ich mich zu dieser Frage stellte, würde sich mein Leben unterschiedlich entwickeln. Und typisch Physiker möchte ich das mal darstellen anhand eines Koordinatenkreuzes. Auf der horizontalen Achse habe ich die Lebenszeit aufgetragen und auf der vertikalen Achse etwas, was ich mal als Lebensqualität bezeichnen möchte. Und ich wusste, ich könnte diese Grundfrage des Lebens beantworten, zumindest unter der Hypothese, es gibt keine Antwort darauf.
Und dann würde sich mein Leben entfalten unter diesen großen Antriebskräften des Lebens, nämlich der Antriebskraft zur Fortpflanzung, der Existenzerhaltung dessen, was fortgepflanzt wird, und natürlich der Freude am Leben. Aber ich wüsste, irgendwo bliebe diese Sinnfrage. Und letztlich würde ich ein Leben im Widerspruch führen. Und deswegen war das Ganze etwas niedrig angesiedelt auf der vertikalen Achse der Lebensqualität. Ganz anders wäre, wenn ich mich dieser Frage stellen würde, mit der Hypothese, es gäbe die Antwort. Auch dann würde ich ein Leben führen, angetrieben durch diese großen Kräfte, Fortpflanzung, Existenzerhaltung, Freude am Leben. Aber es gäbe noch einen abenteuerlichen zusätzlichen Aspekt, nämlich eine Expedition zum Ursprung. Die Frage, worum geht es eigentlich, in einer expliziten Betrachtung. Und das erschien mir natürlich wesentlich interessanter und höher angesiedelt auf dieser Achse der Lebensqualität. Und so kam es, dass ich mich aufmachte zu dieser Expedition zum Ursprung. Ja, zunächst einmal führte mich diese Expedition auf allerhand Umwege. Den ersten Versuch möchte ich mal bezeichnen als Vorstoß des Verstandes. Ich machte mich nämlich auf nach Göttingen zum Studium der Physik, in der Hoffnung, die Naturwissenschaft erklärt alles. Und zwar dermaßen vollständig, dass nichts Rätselhaftes mehr übrig bliebe in Bezug auf meine Frage nach dem Ursprung, nach dem Sinn meines Lebens. Ja, und bald hatte ich da die erste Enttäuschung. Und zwar stellte ich fest, die Naturwissenschaft erklärt ja gar nichts, sondern sie beschreibt nur. Genauer, sie führt die nach wie vor rätselhaft bleibenden Phänomene der Natur zurück auf letztlich ebenso rätselhafte gedankliche Konstrukte, die sogenannten physikalischen Modelle. Und an dieser Stelle mache ich immer ein Experiment in den Vorträgen. Und zwar nehme ich einen Stift zwischen Daumen und Zeigefinger und sage den Leuten, jetzt im nächsten Moment werde ich Daumen und Zeigefinger auseinanderspreizen und da wollen wir mal sehen, was passiert. Und ich sage den Leuten dann auch vorher, denken Sie ja nicht, dass das trivial ist. Nun gut, wenn ich Daumen und Zeigefinger auseinanderspreize, fällt der Stift natürlich senkrecht zu Boden. Und ich sage dann immer, also ich bin so erstaunt, dass das immer wieder funktioniert. Und dann sage ich, also passen Sie auf, das ist jetzt nicht trivial, denn stellen wir uns vor, wir würden dieses Experiment in Kapstadt nachvollziehen und wir hätten die Möglichkeit, ein Loch durch die Erde zu bohren, sodass wir von hier beobachten könnten, was passiert. Dann würden wir feststellen, dieser Stift würde von unten nach oben uns entgegenkommen. Was ist denn da los? Das ist tatsächlich rätselhaft. Der Stift fällt in Richtung Erdmittelpunkt. Das ist das rätselhafte Phänomen. Und die Frage ist, wie sieht jetzt die sogenannte Erklärung der Physik aus? Nun, der erste Gedanke, der eigentlich naheliegend ist, aber der gerade nicht der Gedanke der Physik ist, ist, der Stift hat ein Bewusstsein, der weiß, wo der Erdmittelpunkt ist und fliegt immer in Richtung Erdmittelpunkt. Na gut, das ist nicht, was die Physik sagt, sondern jedes Kind weiß, wie das geht. Die Erde erzeugt ein Kraftfeld, ein Gravitationsfeld um sich herum und in dem fällt der Stift ebenso, wie er fällt. Aber niemand hat jemals so ein Kraftfeld gesehen. Zweitens, wie erzeugt die Erde ein Kraftfeld um sich herum? Und drittens und vor allem, wie weiß der Stift, an welchem Ort in diesem Kraftfeld er ist? Etwa hier in Europa oder in Kapstadt? Hat er vielleicht doch ein Bewusstsein? Und mittlerweile weiß man, das stimmt alles gar nicht. Seit Einstein wissen wir, das geht ganz anders. Die Erde krümmt den Raum um sich herum, sodass in diesem gekrümmten Raum der Stift so fällt, wie er fällt. Oder ein bisschen anschaulicher, sofern man hier von Anschauung sprechen kann, die Sonne krümmt ja auch den Raum um sich herum, sodass die Planeten in diesem gekrümmten Raum gekrümmte Bahnen verfolgen müssen, also zum Beispiel Kreise oder Ellipsen, wie die Erde. Frage aber, wie erzeugt oder wie krümmt die Sonne den Raum um sich herum? Was ist überhaupt ein gekrümmter Raum? Und wie weiß die Erde, an welcher Stelle dieses gekrümmten Raumes sie ist, sodass sie ihre Bahn krümmt und nicht geradlinig an der Sonne vorbeifliegt? Also das Ganze nennt sich Erklärung, aber das ist natürlich keine Erklärung im eigentlichen ontologischen Sinne.
Und insofern war für mich ganz klar das Fazit, die Physik löst die Rätsel nicht und auch keine Naturwissenschaft würde mich weiterbringen. Und insofern überlegte ich mir jetzt andere Dinge. Zunächst einmal analysierte ich, warum der Verstand eigentlich nicht hinter die Kulissen sozusagen gucken kann. Und ich habe das mal hier so ein bisschen schematisch aufgezeichnet. In diesem horizontalen Balken stelle man sich das Dasein vor mit seinen rätselhaften Phänomenen. Und diese rätselhaften Phänomene, die emittieren Signale, also etwa Licht oder andere elektromagnetische Wellen. Und wir haben Sinnesorgane, die einen Teil dieses Spektrums empfangen können und verarbeiten können und dann weiterleiten in das Bewusstsein, in unseren Geist, wo wir dann schließlich zu einer Wahrnehmung dieser Phänomene kommen. Übrigens, kein Physiker weiß, wie das funktioniert, aber es funktioniert halt. Und jetzt kommt es. Nachdem wir wahrgenommen haben, setzt der Verstand ein und ordnet. Also er stellt zum Beispiel fest, nicht nur der Stift fällt senkrecht zum Boden, sondern auch eine Tasse und alle möglichen anderen Gegenstände. Und dann kann er das verknüpfen mit eben diesen physikalischen Modellen. Aber, und das ist das Entscheidende, es ist immer ein Nachdenken. Erst die Wahrnehmung, dann das Denken. Und damit war mir klar, der Verstand sitzt ja in der zweiten Reihe. Er kommt ja gar nicht hinter die Dinge. Und mir war klar, das Bewusstsein müsste man befragen. Das sitzt ja sozusagen ganz vorne an der Quelle. Ja, und dann war relativ klar, wie mein nächster Schritt sein würde. Denn selbst in so einer verschlafenen Studentenstadt wie Göttingen damals durchwehte schon am frühen Nachmittag so manche Teestube, wurde so manche Teestube durchweht von den süßlichen Schwaden eines gewissen indischen Hanfes, dessen Name ich jetzt nicht nennen werde. Und ich bemächtigte mich dieser pflanzlichen Mittel und schloss mich in mein Kämmerlein ein und experimentierte und experimentierte. Und das Ergebnis war außerordentlich interessant. Es ist nicht so, zumindest unter diesem Mittel, dass man halluziniert und etwa Dinge sieht, die es gar nicht gibt, sondern man sieht die Dinge nur wesentlich klarer, wie unter einem Brennglas. Deswegen auch diese dreieckige Darstellung des Bewusstseins. Das heißt, man schaut sich zum Beispiel eine Blume an und sieht zum ersten Mal den Wunderbau. Man sitzt dann mitunter stundenlang davor und sagt, das gibt es noch gar nicht, das habe ich doch gar nicht gesehen. Oder zum Beispiel Musik. Ich bin ein Bach-Fan. Und diese Kontrapunktik in seiner Musik, die kann man plötzlich glasklar erkennen. Also wie die verschiedenen Instrumente gegeneinander spielen, das ist eine wahre Freude, nicht? Oder zum Beispiel der Humor eines Witzes konnte uns dermaßen packen, dass wir gar nicht mehr aufhören konnten zu lachen. Und wir mussten uns gegenseitig ohrfeigen, damit das endlich aufhörte. Aber das Ergebnis war, die Rätselhaftigkeit des Seins wurde eigentlich nur akzentuiert. Hinter die Kulissen konnte man noch beileibe nicht schauen. Und es barg auch eine gewaltige Gefahr. Denn dieser Blick unter diesem Brennglas, den konnte man auch nach innen richten, auf seine Psyche, auf seine Eigenart. Und jeder von uns hat Fehler. Und stellen Sie sich mal vor, man sieht seine eigenen Fehler wie unter einem Vergrößerungsglas. Das erschreckte uns natürlich. Meinen Freunden ging es ganz genauso. Und wir versuchten dann sozusagen an den Stellschrauben unserer Psyche zu drehen, um das Ganze zu verbessern. Aber jedes Mal, wenn wir dann aus so einem Trip wieder rauskamen, stellten wir fest, oh, das ist ja eine Verschlimmbesserung. Und da ging es schleunigst wieder rein, um das Ganze zu korrigieren. Und da wurde es noch schlimmer. Und schließlich hatten wir so das Bedürfnis, gibt es eigentlich einen Reset-Knopf, dass wir wieder in den ursprünglichen Zustand zurückkamen. Aber den fanden wir nicht. Wir waren verloren. Wir waren in einem psychischen Labyrinth gelandet. Und einige von meinen Freunden wurden an den Rand der Gesellschaft gespült dadurch. Und ich entrann diesem Schicksal auch nur so gerade eben, und zwar auf folgende Art und Weise. Und zwar hier also wieder so ein Blick auf den Marktplatz von Göttingen. Hinter einem dieser Fachwerkfassaden kniete ich eines Tages vor dem Bild eines gütig lächelnden Inders, Maharishi Mahesh Yogi, und wurde in die Kunst der transzendentalen Meditation eingeführt.
Und wissen Sie, in dem Moment, wo dieser Zustand zum allerersten Mal einsetzte, wusste ich, das ist der gleiche Zustand wie unter der Wirkung dieses Hanfes, vielleicht ein bisschen schwächer, aber es ist genau der gleiche. Und jetzt wusste ich, was ich machen wollte, denn das Ganze war dann unter meiner eigenen Kontrolle. Ich konnte jederzeit abbrechen, wenn ich wollte, während unter der Wirkung dieses Hanfes wurde man vorangepeitscht, 5 Stunden, 6 Stunden, 8 Stunden, 12 Stunden, man kam da gar nicht wieder raus. Außerdem war jetzt diese Methode natürlich wesentlich preiswerter, für mich als klammen Studenten wesentlich besser und deswegen fing ich an zu meditieren. Ja, und was interessant war, dass Maharishi diese alten indischen Weisheitslehren übersetzen konnte in moderne Sprache und ich hatte quasi durch ein Buch von ihm dann so eine theoretische Grundlage des Ganzen, die ich jetzt aus Zeitgründen nicht weiter erläutern werde, aber letztlich ist es so, diese Methode ist die Grundlage sämtlicher Meditationsverfahren. Auf alle Fälle passierte Folgendes, das Ergebnis war das gleiche wie vorher. Nicht? Der Zustand war das gleiche, war der gleiche, die Rätselhaftigkeit blieb die gleiche, im Gegenteil, es wurde weiter akzentuiert und die Gefahr war im Leben in einem psychischen Labyrinth zu landen, war die gleiche wie vorher, denn die Sensibilisierung war die gleiche. Tja, und in der Zwischenzeit musste ich mich vorbereiten auf mein Diplom. Und ich hatte nun mir gerade theoretische Physik ausgewählt und das ist nun sicherlich nicht gerade die leichteste Disziplin. Und ja, dann kam es zur Diplomprüfung und hier haben wir das scheußliche mathematische Gebäude, das Institut für Mathematik in Göttingen. Und hinter diesen Mauern wurde ich dann also entsprechend gegrillt. Und siehe da, ich konnte diese Prüfung mit einer sehr guten Note abschließen, sodass ich auch ein Stipendium bekam, und zwar an eine der schönsten Orte der Welt, San Diego in Kalifornien. Ja, und hier suchte ich natürlich weiter, aber gleichzeitig musste ich natürlich in diesem Postgraduate-Studium an der Uni mich ziemlich reinhängen. Und das ging so, dass man also bis zu 17 Stunden am Tag in dieser Bibliothek saß und grübelte und grübelte. Und ich sagte mir, das kann es eigentlich nicht sein. Entweder ich finde den Sinn des Lebens oder ich werde Taxifahrer oder sowas ähnliches und lebe nur noch den Sinnesfreuden. Nicht? Also diesen Aufwand für etwas, wo ich nicht weiß, ob es zielführend ist, den brauche ich mir nicht anzutun. Ja, und dann gab ich mein Stipendium zurück, verließ die Universität und machte mich jetzt explizit auf die Suche. Aber zunächst hatte ich natürlich ein Problem, ich war penniless. Ich hatte keine finanziellen Mittel mehr. Ja, und dann versuchte ich mich an den Verkauf von Staubsaugern. Ich habe keinen einzigen Staubsauger verkauft. Und dann dachte ich, naja, ich bin mehr so der intellektuelle Typ, ich versuche mich mal beim Verkauf von Enzyklopädien, die gab es damals noch, heute hat man Wikipedia. Ja, ich habe keine einzige Enzyklopädie verkauft. Ja, und schließlich wurde ich Sales Manager einer deutschen Zeitung. Das war recht abenteuerlich. Da gab es jemanden, der war reich geworden durch den Handel mit Edelsteinen in Indien. Machte dann eine Weltreise, kam nach San Diego und sagte, das ist so eine tolle Stadt, hier bleibe ich. Und er stellte fest, dass es eine deutsche Kolonie dort gab und sagte, die brauchen eine deutsche Zeitung. Und für diese Zeitung war ich dann derjenige, der die Annoncen verkaufte und ein bisschen kurz danach ging diese Zeitung pleite. Also ich denke nicht meinetwegen, aber vielleicht doch, ich weiß es nicht. Jedenfalls ging sie pleite und ich hatte wieder keine finanziellen Mittel. Ja, und schließlich kam noch ein Konflikt dazu. Ich hatte eine Frau aus Bulgarien kennengelernt, die übrigens aus dem damals noch kommunistischen Bulgarien unter abenteuerlichsten Bedingungen geflohen war. Und die kam an die Universität in San Diego und wurde sehr begrüßt von den damals marxistisch orientierten Professoren. Und das führte sie natürlich wiederum in eine große Enttäuschung, denn sie war ja gerade vor dem marxistischen System geflohen. Und deswegen wurde sie auch ein Dropout und so trafen wir uns. Aber es kam zu einer Beziehungskrise und schließlich brach ich eigentlich unter dem Druck dieser Situation zusammen. Und zwar an dem Strand von Coronado Island in San Diego.
Das sah so aus. Hier sehen Sie rechts die Stadt San Diego und davor gelagert Coronado Island, verbunden mit dem Festland über eine wunderbare Brücke. Und dort lief ich eines Morgens an diesem Strand auf und ab und ja, und spürte diese gewaltige Last. Und schließlich fiel ich auf diesen Strand und blieb liegen. Ich konnte nicht mehr. Und da plötzlich kam so ein braun gebrannter, vitaler amerikanischer Jogger auf mich zugelaufen und sagte: "Wonderful good morning to you", einen wunderschönen guten Morgen, und weg war er. Und das war wie so eine Bluttransfusion. Ich stand auf und ich wusste, jetzt würde ich finden. Aber wie, das konnte ich mir noch überhaupt nicht vorstellen. Ja, und dann geschah das Unerwartete. Die Freundin in ihrer Not schleppte mich zu einem sogenannten Counselor. Heute würde man vielleicht sagen Eheberater oder Psychotherapeut, aber das war es nicht ganz genau. Es gab damals also viele solche selbsternannten Counselors, und halb Amerika lag bei denen auf den Couches und beichteten ihre Sünden. Ja, und zu solch einem schleppte sie mich, und der entpuppte sich als ein Pastor. Und als sie das hörte, sagte ich, um also das Gespräch zu beginnen: "Ja, ich hörte, Sie sind ein Mann Gottes. Was würden Sie denn sagen, ist der wichtigste Satz in der Bibel?" Ich dachte, das wäre eine schlaue Einführung des Gesprächs gewesen. Und dann kam das erste Unerwartete. Er antwortete: "Eigentlich jeder Satz." Und dann öffnete er seine zerfledderte, zerlesene Bibel und begann mir Texte aus der Bibel vorzulesen. Ganz unvermittelt. Wir haben uns vielleicht eine Viertelstunde kennengelernt. Man muss sich vorstellen, wir saßen uns gegenüber, ich ein gerade frisch diplomierter Physiker und er seines Zeichens Zimmermann bei der US Navy früher gewesen, und er las mir Texte aus der Bibel vor. Und die hatte ich noch nie gehört. Die waren wie Hammerschläge. Ich bin ja evangelisch getauft und konfirmiert und gelegentlich mit meinen Eltern zu Weihnachten und zu Ostern in die Kirche gegangen, aber das hatte ich noch nie gehört, noch nie gelesen. Zum Beispiel las der da: "Wen da dürste, der komme zu mir und trinke." Ja, ich wusste ganz genau, was mit diesem Durst gemeint war. Mein Durst nach dem Sinn des Lebens. Ich war offenbar gemeint. Oder: "Ich bin das Licht der Welt, wer mir nachfolgt, der wird nicht wandeln in der Finsternis, sondern wird das Licht des Lebens haben." Ja, ich wusste ganz genau, was mit diesem Wandeln in der Finsternis gemeint war. Oder: "Wer an den Sohn glaubt, der hat das ewige Leben." Ja, was ewiges Leben bedeutet, das, da hatte ich keine Ahnung, aber ich spürte, das hat möglicherweise etwas mit meiner Sinnsuche zu tun. Und während er so las, hatte ich bald das Gefühl, jetzt kommen mir gleich die Tränen, und das passiere mir nur ja nicht, denn neben mir saß ja noch die Freundin. Ja, und schließlich hörte er auf, blickte auf, schaute mich mit seinen strahlend blauen Augen an und sagte: "Albrecht, du bist ein Sinnsuchender, du kannst finden, du kannst heute finden, willst du?" Und da sagte ich ja. Und dann passierte das zweite Erstaunliche. Dann sagte er: "Dann bete mir nach." Ja, gebetet hatte ich das letzte Mal so ein kurzes Stoßgebet während meiner Diplomprüfung, als sie so ein bisschen in die schiefe Richtung zu laufen drohte. Aber sonst hatte ich nie mehr gebetet. Ja, und jetzt sagte er: "Bete mir mal Satz für Satz nach." Und etwa sinngemäß ging das folgendermaßen, nämlich: "Jesus Christus, ich bekenne, dass ich Falsches gemacht habe." Ja, okay, das konnte ich. Neben mir saß so das Ergebnis von so einem falschen Handeln. Ja, vergib mir meine Schuld. Danke, dass das jetzt geschehen ist, dass du mir alles vergeben hast, und komm nun in mein Leben und führe mich von nun an. Amen. Ja, ein bisschen später verabschiedeten wir uns. Das eigentliche Thema, weshalb wir da waren, blieb völlig unberührt. Und als wir nach Hause fuhren, saß ich da und in meinem Auto und sagte: "Was war das denn?" Aber eins wusste ich, zum ersten Mal in meiner Suche hatte ich das Gefühl, das war gut. Ja, und bevor er ging, sagte er noch, sie hielt mir also seine zerfledderte Bibel entgegen, sagte: "Das musst du essen, die musst du lesen." Und erst wies ich das Ansinnen natürlich entrüstet zurück, aber dann überlegte ich mir: Während des Studiums hatte ich mich ja aufs Hartnäckigste befasst mit Physik- und Mathematikbüchern, die ich zunächst überhaupt nicht verstand. Aber indem ich eben hartnäckig dran blieb, öffneten die sich allmählich, und so nach 6 Monaten, 9 Monaten begann ich sie zu verstehen.
Und da dachte ich, vielleicht geht das mit der Bibel genauso. Und dann fasste ich den Entschluss, dass ich wenigstens einmal in meinem Leben diese dicke Informationsquelle auf die gleiche hartnäckige Art und Weise betrachten und lesen wollte. Und das ist etwas übrigens, was ich jedem Menschen empfehle, dass er das tut, bevor er diesen Planeten verlässt. Es ist gewaltig, was da geschieht. Ja, und inzwischen hatte ich einen Job gefunden. Ich wurde Lehrer an einer Sprachschule. Also so sah ich nicht aus da, aber das ist das Bild, was ich im Internet gefunden hatte. Ich hatte also diesen Job gefunden, und zwar als Deutschlehrer in dieser Sprachschule. Das war sowas Ähnliches wie die Berlitz-Schule, also auch eine Kette von Schulen, nannte sich Sullivan Language Schools, und dort checkte ich also ein. Und ja, erst war ich Deutschlehrer und nach 6 Wochen war ich Direktor der Schule. Sowas war also in Amerika möglich. Und der Vorteil war, dass ich mir dann selber meine Zeit einteilen konnte. Entweder ich arbeitete vormittags und überließ den Nachmittag meiner sehr kompetenten Sekretärin, die dann also die ganzen Geschäfte wahrnahm, oder umgekehrt. Ich hatte also immer einen halben Tag Zeit. Und diese Zeit verbrachte ich mit Lesen. Und hier haben wir einen Blick auf den Vorort, in dem ich mich befand, La Jolla. La Jolla heißt Spanisch und heißt das Juwel, ein wunderschöner Vorort von San Diego, und hier hatte ich mein Apartment ganz in der Nähe. Ich brauchte also nur etwa 2 Minuten, dann war ich unten an der Küste, an dem sogenannten Wind and Sea Beach, wo man übrigens das Surfen erfunden hatte. Also nicht das Surfen mit dem Segel, sondern nur einfach ohne Segel, also die Vorstufe davon. Und hier saß ich also auf diesen Felsen dort und hatte mir eine Bibel gekauft, und ich las und las und las. Ja, zunächst hatte ich allerdings noch eine ziemliche Schwierigkeit, die Bibel überhaupt zu begreifen, und es bedurfte eines regelrechten Durchbruchs, bis ich anfing zu begreifen. Hier nochmal ein Blick auf den Wind and Sea Beach, wo ich also dann ganze Nachmittage oder ganze Vormittage saß und die Bibel las. Ja, nun der erste Durchbruch. Da ging es um das richtige Lesen. Ich machte zunächst mal folgenden Fehler. Ich las die Texte und dann interpretierte ich die aus meiner eigenen spirituellen Sicht und nahm diese Interpretation als das, was da eigentlich gemeint war. Zum Beispiel stand da: Wer glaubt, hat ewiges Leben. Das interpretierte ich sozusagen im Sinne von Goethes Faust: Wer immer strebend sich bemüht, den können wir eines Tages vielleicht mal später eben erlösen. Oder die Kreuzigung war für mich ganz klar eine Allegorie auf den Meditationsprozess, wo man eben auch immer mehr seiner Körperlichkeit allmählich entflieht und schließlich also in diesem Satori-Erlebnis, in diesem Erleuchtungserlebnis dann sozusagen eine Auferstehung erlebt. So dachte ich. Ja, und dann passierte Folgendes. In der Sprachschule unterhielt ich mich natürlich viel mit den Leuten, und es passierte an einem Nachmittag 2 Dialoge hintereinander. Der erste Dialog war mit Juan, einem meiner Spanischlehrer aus Chile, das werde ich nie vergessen. Wir unterhielten uns über das Gedicht oder über die Gedichte eines persischen Dichters namens Khalil Gibran. Und dem Juan sagte ich, diese Gedichte muss man ganz direkt wahrnehmen, ohne Interpretation, die muss man direkt auf sich wirken lassen, dann versteht man, was der Dichter meint. Und Juan sagt, nee, 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 das ist ganz andersrum. Das ist ja aus uralten Zeiten. Man muss dieses Gedicht im Kontext der damaligen Zeit interpretieren und dann versteht man, was gemeint ist. So, und dann kam ein zweiter Dialog mit Carol. Carol war eine deutsche Studentin. Ich gab ja immer noch, neben meinem Job als Direktor, gab ich immer noch Deutschunterricht. Und die hatte spitz gekriegt, dass ich in der Bibel las. Und die war übrigens eine Christin aus einer Baptistengemeinde. Und die sagte: Sorry, Albrecht, wie du die Bibel liest, das ist absoluter Murks. Ja. Und das geht nicht. Du musst sie direkt auf dich wirken lassen. Das, was da steht, gilt. Und ich habe gesagt, das kann doch überhaupt nicht sein. Das ist ja so ein alter Schmöker. Man muss das interpretieren im Rahmen der damaligen Zeit und aus der spirituellen Sicht, wie ich es also gerade auch erläutert hatte. Und dann haben wir uns ziemlich gestritten.
Ja, und schließlich bin ich dann nach Hause gefahren und habe diese beiden Dialoge Revue passieren lassen. Und da stellte ich fest, dem einen hatte ich gesagt, man muss die Texte direkt auf sich wirken lassen, so wie sie stehen, wie sie da stehen. Und der anderen hatte ich gesagt, nein, 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 die muss man interpretieren. Nun waren das natürlich zwei unterschiedliche Genres, also das eine Gedichte und das andere Texte aus der Bibel. Aber plötzlich begriff ich, dass ich mich in einem Widerspruch befand. Ich hatte mich in einem Widerspruch ertappt. Und das ist für einen Physiker also die Todsünde schlechthin. Und als ich das begriff, war es, als ob so ein logischer Knoten platzte in meinem Gehirn. Und ich raste nach Hause und ich schlug die Bibel auf und sah und las, wer glaubt, hat ewiges Leben. Und zum ersten Mal begriff ich, dass das offenbar gemeint ist, was da steht. Das heißt, da ist was zu haben. Und das war für mich extrem interessant. Ich merkte plötzlich, das kann ich ausprobieren, das kann ich experimentell überprüfen. Und jetzt war für mich die Frage, also wie gesagt, von der Interpretation der Texte kam ich zu der eigentlichen Aussage der biblischen Texte. Und jetzt war für mich die Frage, was ist die Bedingung, dass man das haben kann? Und da stand, wer glaubt. Nun, zunächst mal dachte ich, das kann ja wohl nicht alles sein. Und das war dann meine erste Analyse biblischen Texte. Ich suchte nach den Bedingungen. Ich dachte, man muss wahrscheinlich dann eine ganz besondere Meditationsverfahren muss man da umsetzen oder man muss fasten oder ich weiß nicht was, aber ich stellte fest, nein, es ging nur tatsächlich um den Glauben. Das war die Conditio. Und die Frage war dann für mich, was bedeutet das eigentlich? Ich konnte mir das nicht klar machen, nicht? Freunde sagten, ja, du musst einfach glauben. Aber irgendwie reichte das bei mir nicht. Ja, und dann ging ich tagelang spazieren in dieser fantastischen Landschaft. Hier ist ein anderer Blick auf La Jolla, dieses Juwel. Und ich lief dann wirklich viele, viele Tage in der freien Zeit und überlegte mir, was ist tatsächlich dieser Glaube? Was ist Glaube an Jesus? Und dann kam es eines Nachmittags. Ich begriff plötzlich, dass ich diese Frage in dieser Intensität stelle, ist schon der Glaube. Und in dem Moment wusste ich, was eigentlich das Wesen des hier verlangten Glaubens ist, nämlich kein blindes Fürwahrhalten. Das wäre für mich als Physiker völlig ausgeschlossen, sondern eine innere Einstellung, ein sich einlassen auf die Person Jesu. Und dass ich hier so durch die Gegend rannte und grübelte, ja, das war ein sich einlassen auf die Person Jesu. Das war's. Und in dem Moment geschah es. Ich kam vom Glauben zum Erkennen. Die Wirkung des Glaubens ist ein Erkennen. Das wusste ich damals noch nicht, aber es setzte ein. Zum ersten Mal setzte ein inneres Erkennen ein, und zwar, ich habe es. Ich habe dieses ewige Leben. Was das bedeutet, wusste ich damals immer noch nicht, aber ich hatte ganz klar die Erkenntnis, jetzt habe ich's. Und ich wusste in dem Moment, der Glaube ist nicht der Endzustand eines Christen, sondern der Glaube ist Zugang zu einem Erkennen. Und mir fiel das Beispiel des Fliegens ein, nicht? Man setzt sich ja in ein Flugzeug, weil man dem Piloten vertraut. Dem kennt man gar nicht. Man weiß gar nicht, ob seine Ausbildung ausreicht, ob der gut geschlafen hat oder wie auch immer. Aber weil man dem vertraut, steigt man da ein, schnallt sich fest und erfährt das Fliegen. Man kommt vom Glauben zu der Erfahrung des Fliegens. Und das war das Ende der Expedition und die größte Überraschung meines Lebens. Das Wesen des Christseins ist Erkennen. Daraus entfaltet sich der Sinn des Lebens. Und wer das nicht für möglich hält, der mache mal folgendes Experiment. Es gibt ja diese Online-Bibeln im Internet und man lade sich so eine mal herunter und da gibt es ja diese Suchmasken und in diese Suchmasken schreibe man mal das Wort erkennen oder erkannt oder Erkenntnis und dann schaue man mal nach, wie viele Bibelverse da dann herauspurzeln. Und ich habe das mal hier mitgebracht, ich werde das im Einzelnen hier nicht durchlesen, aber überall, wo was Rotes zu sehen ist, da steht dieses Erkennen oder Erkannt oder Erkenntnis. Das geht seitenweise weiter. Und die Frage ist, was ist dieses Erkennen? Aus meiner Sicht
ist die folgende Antwort, die ich versuche zu geben, was man da erkennt, die zentrale Botschaft des Schöpfers des Weltalls, der Sterne und Galaxien an den Planeten Erde und an mich und an Sie. Und deswegen werde ich im Folgenden immer dieses Hintergrundbild haben. Nicht der Schöpfer, der diese Galaxie geschaffen hat, die besteht übrigens aus 100 Milliarden Sterne. Und jeder Stern ist eine Atombombe ungeheuren Ausmaßes. Eine Atombombe, die mindestens jede Sekunde die Sprengkraft erzeugt von 6 Milliarden Wasserstoffbomben, die wir hier auf der Erde bauen können. Der das gemacht hat, um dessen Message geht es. Was ist der Sinn des Lebens entsprechend diesem uralten Schmöker? Und ich möchte das mal darstellen anhand einer Analogie zu einem technischen Produkt, das uns sehr gut bekannt ist. Der Sinn des Lebens ist absolut wunderbar, aber er ist nicht wunderbarer als der Sinn eines Radios. Was ist der Sinn eines Radios? Der Sinn des Radios spielt sich ab in einem unsichtbaren Bereich und in einem sichtbaren Bereich. Im unsichtbaren Bereich hat man die Radiowellen. Niemand hat jemals eine Radiowelle gesehen. Nicht? Während wir hier sitzen, werden wir ständig umspült von Radiowellen, von Fernsehwellen, von Handywellen, von kosmischen Strahlungen. Das wabert nur so um uns herum, aber wir merken nichts davon. Und diese unsichtbaren Radiowellen, ich meine, das sind alles elektromagnetische Wellen, ich nenne das jetzt mal nur Radiowelle, die ist charakterisiert durch Musik und Sprache. Dann haben wir den sichtbaren Bereich, das ist der Lautsprecher, das Chassis und so weiter, das kennen wir. Aber in jedem Radio gibt es auch einen unsichtbaren Bereich. Das ist der sogenannte Schwingkreis, in dem die Elektronen hin und her flitzen und niemand hat jemals solche Elektronen gesehen. Elektronen sind unsichtbar. Trotzdem wissen wir, dass es so etwas gibt, und zwar anhand ihrer Wirkung können wir feststellen, dass es so etwas gibt nach Masse, nach Ladung, nach Spin und so weiter und so fort. Und jetzt kommt es, das ist jetzt etwas unphysikalisch, obwohl es auch nicht ganz falsch ist, aber aufgrund der Kürze der Zeit muss ich es so sagen. Diese Unsichtbarkeit der Elektronen verleiht ihnen eine Art Affinität oder Ähnlichkeit mit den ebenso unsichtbaren Radiowellen, sodass bei Einstellung einer Resonanzbedingung tatsächlich eine Informationsübertragung aus dem Unsichtbaren in den Kasten hinein möglich ist. Ja, die Elektronen, man kann das mit Fug und Recht sagen, spüren die Musik, sie fangen an, im Takt der Musik zu tanzen. Und die Resonanzbedingungen, die kennen wir, man muss die Elektronen oder beziehungsweise die Frequenz, mit der die Elektronen in dem Schwingkreis hin und her schwingen, haarscharf einstellen auf die Frequenz der Radiowelle, deren Musik man hören will. Nicht früher hat man das gemacht, indem man an diesen Drehkondensatoren drehte, deswegen habe ich eben gerade dieses etwas altertümliche Gebilde gezeigt. Heute ist das voreingestellt, man drückt nur Knöpfchen. Ja, und diese hin und her schwingenden Elektronen im Schwingkreis, die bedeuten elektrische Ströme, allerdings sehr schwach, die kann man aber verstärken, sodass man einen Lautsprecher betreiben kann und das Wunder geschieht, das, was vorher nicht erfahrbar war, ist jetzt erfahrbar geworden. Und man kann mit Fug und Recht behaupten, der Sinn des Radios ist das Wesen der unsichtbaren Radiowellen zu erfassen und erfahrbar zu machen. Und jetzt kommt der Sprung auf den Menschen, das sieht ganz der Sinn des Menschen ist auch nicht wunderbarer, aber doch so wunderbar wie der Sinn eines Radios. Das spielt sich auch ab in einem unsichtbaren Bereich und in einem sichtbaren Bereich. Im unsichtbaren Bereich hat man jetzt den Schöpfer. Der ist unsichtbar. Das bedeutet oder bereitet manchen Menschen Schwierigkeiten, aber man kann sich da von dieser Schwierigkeit relativ leicht lösen mit folgendem Gedanken oder Gedankenexperiment. Man stelle sich vor, jemand käme auf den Gedanken, durch sorgfältige Analyse der Mauern eines Hauses den Maurer finden zu wollen. Da würde man sagen, du spinnst nicht. Der Maurer, der ist nicht in seinem Werk, sondern der ist sozusagen transzendent dazu. Der ist außerhalb. Der ist nicht mit den Methoden zu finden, die du hast, um das Mauerwerk zu erforschen. Ja, und genauso ist es mit dem Schöpfer von allem. Ja, er ist nicht mit den Methoden zu finden, die wir haben, um seine Schöpfung zu erforschen. Ja, und dieser unsichtbare Schöpfer, der also unseren fünf Sinnen nicht zugänglich ist, er ist doch zugänglich, das werde ich später erläutern,
Dieser unsichtbare Schöpfer ist jetzt nicht charakterisiert durch Musik und Sprache, sondern durch Liebe, Gerechtigkeit und Wahrheit. Die Bibel ist hier hundertprozentig konsistent und beschreibt diesen Schöpfer als Liebe schlechthin. Er hat nicht nur Liebe, er ist Liebe schlechthin. Und wenn die Bibel tatsächlich diese Information des Schöpfers ist, dieser Galaxie, die wir da im Hintergrund sehen, dann ist das schon mal eine Super-Message. Nicht? Das ist eben nicht so ein bösartiger Aztekengott oder so ein Gott Shiva wie im Hinduismus, sondern dieser Schöpfer ist Liebe schlechthin. Und jeder, der hier sitzt und hier zuhört, jeder Mensch überhaupt sitzt unter dieser Liebe des Schöpfers. Ja, und die beiden anderen Beispiele, die anderen beiden Eigenschaften, die auch immer erwähnt werden, Gerechtigkeit und Wahrheit, die folgen eigentlich aus der Liebe. Denn wenn man jemanden liebt, dann möchte man nicht, dass dem was Böses passiert. Und wenn da ein Böser daherkommt, der kriegt eins aufs Haupt, dem muss Gerechtigkeit widerfahren sozusagen. Und das Gleiche mit der Wahrheit. Lüge verletzt, aber wenn man jemanden liebt, möchte man nicht verletzen. Also ist Wahrheit auch eine Qualität der Liebe. Ja, dann gibt es den sichtbaren Bereich, das ist der Körper. Und dann sagt die Bibel, jeder Mensch hat auch einen unsichtbaren Bereich, das ist sein Geist. Ja, in unserer materialistisch orientierten Welt ist das auch schwer zu verstehen, aber auch hier wieder ein Gedankenexperiment. Wir können uns ja wahrnehmen, wir können uns sehen und wir haben ein Bewusstsein. Und dieses Bewusstsein kann man auch nach innen richten. Man kann seine Gedanken wahrnehmen, man kann seine Gefühle wahrnehmen, man kann sogar sein Ich wahrnehmen. Jeder von uns hat ein Ich-Bewusstsein. Jeder von uns ist sogar ein Ich. Nicht? Niemand kann das bestreiten. Ich bin Albrecht Kellner. Das ist einzigartig und dieses Ich ist absolut real. Aber wenn ich jetzt mal frage, wo ist es eigentlich lokalisiert und was ist seine Ausdehnung oder wie schwer ist es, also Fragen, die ich an einen materiellen Körper richten würde, dann bekomme ich eigentlich keine Antwort. Das Ganze ist unsichtbar, aber es ist real. So, und jetzt geht es ähnlich wie beim Radio. In der Argumentation, diese Unsichtbarkeit des menschlichen Geistes verleiht ihm eine Art Affinität oder Ähnlichkeit mit dem ebenso unsichtbaren Schöpfer, von dem die Bibel übrigens sagt, Gott ist Geist. Also hier stehen sich, wenn man so will, zwei Geister gegenüber, sodass hier tatsächlich auch eine Resonanzbedingung eingestellt werden kann und in dem Moment geschieht eine Informationsübertragung in den menschlichen Geist. Der menschliche Geist spürt als Wahrheit, erstens, Gott existiert. Diese Frage ist dann erledigt, nicht? Da kreist man nicht mehr drumherum. Und zweitens, man beginnt diese Eigenschaften des Schöpfers jetzt in seinem Geist zu spüren. Und das allererste, was man spürt, man ist geliebt und geborgen in diesem Schöpfer. Und das habe ich nicht gewusst. Das ist die innere Sinnfindung. Das hatte ich nicht gewusst. Und das war ja das, was dann dort am Strand von San Diego bei mir eingesetzt hatte. Man weiß dann mit innerer Evidenz, und zwar auf eine Weise, die vorher noch nicht da war und dann eingesetzt hat, man ist geliebt. Das ist dann nicht mehr theoretisch, man liest das nicht mehr, Gott ist Liebe, sondern man weiß, das Bewusstsein dieses Schöpfers ist auf mich gerichtet, er kennt mich bei Namen, er kennt mein ganzes Leben, er kennt mich durch und durch. Und es ist eine unverbrüchliche, kompromisslose Liebe auf mich gerichtet. Und wenn das einsetzt, dann weiß man, mein Leben ist gebonkt, dann ist alles in Ordnung. Und dann setzt diese innere Sinnfindung ein. Denn Sinn erfährt man immer in einer Liebesbeziehung. Das weiß man auch aus der zwischenmenschlichen Beziehung. Das kann zwischen Mann und Frau so stark werden, dass man nicht mehr nach morgen und gestern oben und unten fragt, sondern das ist Sinn. Aber jetzt geht es um eine ganz andere Dimension. Ich sage immer, der tiefste Sinn des menschlichen Lebens erfährt er in der Liebesbeziehung mit dem höchstmöglichen Gegenüber. Tiefster Sinn, höchstmöglicher Gegenüber. Macht im Grunde genommen auch vom Logischen her Sinn. Ja, und dann die beiden anderen Eigenschaften, Gerechtigkeit und Wahrheit. Der Gerechtigkeit ist Genüge getan und das empfindet man als Wahrheit. Da komme ich später noch dazu, aber vielleicht hier in diesem Moment die Aussage, die Tatsache, dass man geliebt ist von niemand Geringerem als diesem Schöpfer, erfährt man nicht als eine psychische Empfindung, sondern als eine Wahrheitsempfindung. Man weiß, das stimmt. Unverbrüchlich. So, und wenn das einsetzt, setzt natürlich dann
auch das Gefühl ein, die Freude. Und das führt dazu, dass man jetzt diese Erfahrung abgeben möchte an seine Umwelt. Man möchte ganz anders als vorher, die Menschen möchten das ohnehin, aber ganz anders als vorher möchte man seiner Umwelt in Liebe, Gerechtigkeit und Wahrheit begegnen. Und darin erfährt man eine weitere Sinnfindung, ich nenne man das mal die äußere Sinnfindung. Es ist ja so, dass man das ohnehin möchte. Man möchte seiner Umwelt auf diese Weise begegnen, aber es wird immer mal wieder überlagert vom Egoismus. Zum Beispiel, die Lüge verletzt ja. Aber warum lügt man? Weil man Angst hat, dass, wenn die Wahrheit ans Licht kommt, es einem schaden könnte. Wenn man aber diese gewaltige Geborgenheit hat, in der Liebe von niemand Geringerem als dem Schöpfer, ja, dann kann man es sich leisten, die Wahrheit zu sagen. Und so geht das weiter. Nicht in der Bergpredigt heißt es ja, liebet eure Feinde. Das ist völlig menschenunmöglich. Aber aus dieser Geborgenheit heraus wird es plötzlich möglich. Ja, und auf diese Weise, durch diese innere Erfahrung, entsteht diese innere Sinnfindung und die äußere Sinnfindung. Der Sinn des menschlichen Lebens, kann man sagen, ist das Wesen des unsichtbaren Gottes zu erfahren und erfahrbar zu machen. Und diese Aussage steht nun wirklich von A bis Z in der Bibel. Und da gibt es die unterschiedlichsten Aussagen, lange Abhandlungen, theologische Abhandlungen, da gibt es Gleichnisse, da gibt es Geschichten, wo man das anhand von dem Schicksal von Königen erkennen kann. Und dann gibt es ganz kurze Sätze in der Bibel. Und der kürzeste Satz in der Bibel, der heißt, Gott schuf den Menschen sich zum Bilde. Und es ist ganz klar, dass es nicht das Bild einer physischen Entität ist, also alter Mann mit Bart, sondern das Bild des Wesens des unsichtbaren Schöpfers. Gott schuf den Menschen, wenn man so will, sich zum Radio. Und wenn das einsetzt, dann weiß man, das ist es. Und man weiß dann übrigens auch, das habe ich vorher nicht gewusst, aber wenn es einsetzt, ist die Suche nach dem Sinn des Lebens zu Ende. Nun, die Geschichte der Menschheit zeigt eigentlich was anderes, nicht? Der Mensch schleppt sich ja immer wieder von Lieblosigkeit, Ungerechtigkeit und Lüge. Von Krieg zu Krieg, von Mobbing zu Mobbing, von Auseinandersetzung zu Auseinandersetzung. Und die Bibel nennt das folgerichtig Sinnverfehlung oder Zielverfehlung. Und Luther übersetzte das Wort Zielverfehlung mit dem Wort Sünde. Und das hat so einen moralinsauren Anstrich bekommen, leider. Aber genau genommen heißt es Folgendes. Im Urtext heißt es das Maß, mit dem der Bogenschütze am Ziel vorbeischießt. Im übertragenen Sinne das Maß, mit dem der Mensch am Sinn seines Lebens vorbeischießt. Und daraus folgt Schuld. Alles, was der Mensch in Aberration zu dieser Sinnfindung, zu dieser Zielorientierung sich leistet, wird sozusagen dokumentiert. Der Mensch hat einen gewaltigen Speicher, wo das alles gespeichert wird. Ja, und die Frage ist, wie kommt das eigentlich? Und es ist ganz klar, die Bibel sagt, diese Resonanzbedingung fehlt. Und das führt uns geradewegs in die nächste Frage, was ist eigentlich diese Resonanzbedingung des menschlichen Radios? Und es ist sicherlich keine Übereinstimmung der Frequenzen wie beim Radio, aber auch eine Übereinstimmung. Und es kann sich eigentlich nur handeln um eine Übereinstimmung des Wesens. Die Resonanzbedingung ist eine wesensmäßige Übereinstimmung. Und das bedeutet nichts weiter, dass der Mensch alle Schuld, von der wir gerade gesprochen haben, los wird. Denn Gott hat keine Schuld. Und in dem Moment, wo das möglich ist, dann setzt die Erfahrung ein. Und das wissen im Grunde genommen alle Religionen, wobei Christsein keine Religion ist. Das werde ich nachher noch erläutern. Aber die Frage sämtlicher Religionen ist, wie wird man seine Schuld los? Ja, zum Beispiel der Hindu badet im Ganges, um die Schuld irgendwie abzuwaschen. Oder der Buddhist meditiert und gibt Almosen, um die Schuld irgendwie zu neutralisieren. Der Moslem betet 5-mal am Tag und gibt Almosen. Der orthodoxe Jude hält strengste Gesetze ein und so weiter und so fort. Naturvölker opfern Hühner. Die Azteken opferten Menschen. Und im Unterschied zu allen Religionen, und diese Message gibt es eigentlich, die gibt es nur einmal auf diesem Planeten, sagt die Bibel, das geht alles nicht.
Der Mensch kann sich auf den Kopf stellen, der kann regelmäßig in die Kirche gehen, der kann machen, was er tut, was er will. Kein Mensch kann durch eigene Anstrengung seine Schuld in der erforderlichen Qualität loswerden. Und die Frage ist, warum nicht? Und die Antwort auf diese Frage ist gleichermaßen logisch wie erfreulich. So gewaltig Gott in seiner Schöpferkraft ist, und ich erinnere mich wieder hier an diese Galaxie, die besteht eben aus 100 Milliarden solcher atomaren Ungeheuer, die jede Sekunde die Sprengkraft erzeugen von 6 Milliarden irdischen Atombomben. Und das Ganze 100 Milliarden Mal. Und übrigens von diesen Galaxien gibt es weitere 100 Milliarden. So gewaltig Gott in seiner Schöpferkraft ist, so heilig ist er. Der Versuch des Menschen, durch welche Anstrengung auch immer, diesem Maßstab gerecht zu werden, nennt die Bibel Hybris. Das geht gar nicht. Und wenn das gar nicht geht, wie geht es denn dann, dass man seine Schuld los wird? Gott macht es selbst. Er vergibt alle Schuld. Hundertprozentig. Man kann völlig neu anfangen. Jederzeit und immer wieder. Und wenn das einsetzt, und das ist die zentrale Erfahrung eines Christen, das wusste ich überhaupt nicht, wenn das einsetzt, dann fühlt man sich tatsächlich wie neugeboren. Und in der Tat, Jesus sagt mal zu einem Theologen, wenn du nicht von Neuem geboren wirst, dann kannst du das eigentliche Leben, den Sinn des Lebens, wie er eigentlich sein soll, nicht erfahren. Und eine gute Beschreibung dieser Erfahrung, die man ja selber machen muss, man kann sie eigentlich dem anderen nicht richtig vermitteln, aber eine gute Beschreibung, vielleicht die beste Beschreibung, zumindest aus meiner Sicht, ist immer die Aussage, man ist nach Hause gekommen. Wenn das einsetzt, wenn man weiß, es trennt mich nichts mehr von diesem unermesslichen Schöpfer in seiner gewaltigen Heiligkeit, dann weiß man, alles ist gut. Jetzt ist alles gut. Man ist nach Hause gekommen. Besser geht's nicht. Christsein ist keine Religion, wo man sich anstrengen muss, um in diesem Sinne nach Hause zu kommen, um sozusagen diesem Schöpfer wohlgefällig zu sein. Es ist ein Geschenk. Und man kann tatsächlich sagen, alle Religionen, übrigens auch die Ideologien, kann man in eine Box packen. Da hat man den Islam, das Judentum, Hinduismus, Buddhismus, Esoterik und so weiter. Und einsam und allein daneben steht das Christsein. Und die beiden haben nichts miteinander zu tun. Vielleicht äußerlich im Almosen geben, im Gutsein und so weiter. Aber im Zentralen sind sie diametral einander entgegengesetzt. Im Islam, im Judentum, im Hinduismus, Buddhismus und so weiter muss man sich anstrengen. Im Christsein kann man sich nicht anstrengen, sondern man bekommt es geschenkt. Aber ist Gott nicht ein Schwamm drüber Gott? Nicht die Vergebung, wunderbar. Aber hat sich Gott damit nicht kompromittiert? Öffnet er mit der Vergebung dem Bösen nicht Tür und Tor? Nicht, das wäre noch schöner. Nicht, dass dieser Schöpfer sagt, also sündigt mal schön und schlagt euch die Köpfe ein. Das spielt überhaupt keine Rolle, ich vergebe immer wieder. Das wäre fürchterlich. Aber so ist es nicht. Sondern Gottes Reaktion kommt über alle Schuld. Nicht? So total und vollständig er vergeben will, so total kommt seine Reaktion über alle Schuld. Alles muss bezahlt werden. Und die Bibel spricht in diesem Zusammenhang von Gericht. Der Mensch, alle Menschen kommen unter das Gericht. Ja, und nun kommen wir zu dem Kern des Evangeliums. Denn jetzt haben wir einen Widerspruch. Wir haben festgestellt, dieser Schöpfer möchte hundertprozentig vergeben und nur er kann es. Auf der anderen Seite muss er hundertprozentig auf alle Abweichungen, auf alle Schuld reagieren. Das Gericht kommt auf alles und zwar auch auf das Kleinste. Die Bibel sagt, wenn du nur zu einem anderen sagst, du Idiot, da ist schon wieder eine Eintragung in ein Schuldregister fällig und das Gericht kommt. Ja, und dann haben wir hier einen Widerspruch. Entweder man vergibt einem Menschen, dann sollte er nicht mehr ins Gericht kommen, oder er kommt ins Gericht und dann ist auch die Vergebung perdu. Wie ist denn hier eine Lösung möglich?
Es gibt eine einzige Lösung, und das ist das Interessante eben auch für mich, der mathematisch geschult ist durch mein Studium, dass hier tatsächlich nur eine einzige logische Lösung möglich ist, und die sieht folgendermaßen aus. Das Gericht geschieht, gar keine Frage, Gott ist gerecht. Er lässt die Dinge nicht sausen. Aber das Gericht kommt an jemand anderem, der selber ohne Schuld ist, was übrigens sehr wichtig ist, dass man nicht sagen kann, er trägt dieses stellvertretende Gericht nur wegen seiner eigenen Schuld. Dann ist es ja nicht mehr stellvertretend. Ja, und so kann Gott vergeben, ohne sich zu kompromittieren. Jetzt bleibt nur noch die Frage, wer ist dieser andere, der diese Schuld stellvertretend trägt? Und das Erstaunliche ist, seine letzten Worte waren tatsächlich: Es ist alles bezahlt für jeden von uns. Das passt alles zusammen. Und ich sage immer, das ist die zentrale Message dieses Vortrages. Ich hatte das vorher nicht gewusst und ich kann mir denken, dass viele Zuhörer das auch nicht gewusst haben. Ich dachte immer, also ich hatte das im Konfirmandenunterricht gehört, dass es heißt, also hat Gott die Welt geliebt, wenn er das so, dass er seinen eigenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben und so weiter und so fort, habe ich nicht verstanden. Ich habe gedacht, wenn Gott mich liebt, soll er mir was Gutes tun und nicht seinem Sohn so was Böses. Aber jetzt wird es deutlich, das ist ein juristischer Akt. Und wer diesen Akt auf sich persönlich bezieht, der weiß und spürt und erkennt in aller Wahrheit, es ist geschehen. Nicht? Es ist alles bezahlt. Und ich möchte das Evangelium jetzt mal zusammenfassen. Nicht? Das ist wie, um auf dieses Beispiel des Radios zurückzukommen, ist wie so ein Signalmast, so ein Radiosendemast, wo Gott auf Sendung ist seit 2000 Jahren und die Botschaft heißt Vergebung der Schuld. Ermöglicht durch Jesus am Kreuz. Und in der Tat, seit 2000 Jahren haben es Millionen und Abermillionen seitdem empfangen als konkrete innere Erfahrung. Und das führt uns dann zu dem letzten Punkt, zu der letzten Frage, nämlich wie geht man auf Empfang? Wie schaltet man sich als Radio ein? Ja, die Art dieses Einschaltens war für mich als Physiker ganz wichtig. Wenn es anders gegangen wäre, dann wäre ich wahrscheinlich heute noch kein Christ. Und zwar ist es folgendermaßen: Die Vergebung ist ja ein geistiges Geschenk. Und dementsprechend muss dieses Geschenk geistig erfasst werden. Man kann es nicht auspacken wie ein physisches Geschenk zu Weihnachten, sondern man bräuchte eine Art geistige Hand, um es zu erfassen. Gibt es so eine geistige Hand? Und in der Tat, die haben wir. Das ist der Glaube. Und das war für mich entscheidend als Physiker. Christsein ist nicht ein blindes Fürwahrhalten von Dingen, die man nicht beweisen kann, sondern dieser Glaube ist eigentlich nur diese Hand, mit der man dieses Geschenk erfasst. Und in der Tat, wenn man diese Vergebung, dieses Geschenk auf sich selbst im Glauben bezieht, dann setzt diese Erfahrung ein. Alles ist okay für immer. Nicht diese innere Gewissheit setzt ein. Man weiß, jetzt bin ich geliebt. Ich bin mit meinem Namen bekannt und mit meinem ganzen Leben bekannt bei diesem Schöpfer und alles ist in Ordnung. Ich bin geborgen in ihm für Zeit und Ewigkeit. Der Gerechtigkeit ist Genüge getan, das verstehen wir jetzt und das Ganze erfährt man als Wahrheit. Und die innere Sinnfindung setzt ein. Häufig recht schwach am Anfang, man merkt das fast gar nicht. So wie bei mir war es eben nur, dass ich begriff, das ist jetzt gut. Oder andere empfinden einen tiefen Frieden. Es kann allerdings auch stärker kommen, dass man mit einem Schlag begreift, was hier passiert ist. Aber meistens ist es so ein bisschen wachstümlich. Ja, diese innere Sinnfindung auf alle Fälle setzt die auf diese Weise ein und man weiß, das Ganze ist ewig. Ja, und diese Erfahrung, je tiefer sie sich eingräbt sozusagen, desto größer die Freude und desto mehr möchte man jetzt seiner Umwelt in Liebe, Gerechtigkeit und Wahrheit begegnen. Und darin erfährt man diese äußere Sinnfindung. Wie gesagt, wenn man jemandem mal was Gutes getan hat und das ist wirklich nachhaltig, dann weiß man, das war mal sinnvoll. Ja, das Ganze ist hier aber wachstümlich, denn der alte Egoismus, der überlagert dieses Bedürfnis, Menschen in der Wahrheit, in der Gerechtigkeit, in der Liebe zu begegnen, immer mal wieder. Und das ist ein äußerst spannender Vorgang,
der das Leben eines Christen charakterisiert, wie sich allmählich dieses neue Leben durchsetzt. Ganz entscheidend, um das nochmal zu sagen, für mich ist aber, der Glaube ist nicht der Endzustand. Es ist nicht das, was den Christen ausschließlich charakterisiert, sondern es ist der Zugang. Notwendig, absolut, aber es ist der Zugang. Das Eigentliche ist die Erfahrung, dass alles in Ordnung ist, dass man gebongt ist sozusagen im Zusammenhang mit diesem unermesslichen Schöpfer. Und um das noch ein bisschen zu konkretisieren, wie geht dieses Einschalten dann ganz konkret? Es ist ganz klar, man muss also das im Glauben erfassen, die geistige Zusage der Vergebung auf eine geistige Weise erfassen. Und das kann man gedanklich machen, indem man sich sagt, so und jetzt beziehe ich das Ganze auf mich. Diese Vergebung erfasse ich. Aber es ist so, Gedanken sind normalerweise ein bisschen flatterig. Es ist besser, dass man das spricht. Denn das, was man spricht, das meint man wirklich. Und in diesem Fall ist Sprechen natürlich Beten. Nicht? Und dieses Gebet, das geht immer mehr oder weniger so. Und jetzt schließt sich übrigens der Kreis zu meiner Geschichte, als ich damals zu meiner eigenen Überraschung dieses Gebet zum ersten Mal diesem Amerikaner nachgebetet hatte. Es geht also immer so, Jesus Christus, ich erkenne, dass ich ein Sünder bin, dass ich Schuld auf mich geladen habe. Und ich bitte dich um Vergebung aller dadurch entstandener Schuld. Und ich danke dir, dass das jetzt geschehen ist. Das ist der entscheidende Satz, der charakterisiert, dass man das Ganze jetzt im Glauben auf sich selbst bezieht. Dabei spielt es keine Rolle, ob der Glaube schon groß oder noch klein ist. Der Schöpfer sieht ins Herz und weiß, was man meint. Wenn man es nur haben will, reicht es. Und führe von nun an mein Leben. Ja, es ist die Erfahrung von Millionen und Abermillionen. Wenn man dieses Gebet etwa sinngemäß in diesem Sinne im Glauben eine Zeit lang festhält und durch Bibellesen ernährt, wie wir immer sagen. Also man will natürlich jetzt wissen, wer ist denn der, der das Ganze für mich getan hat. Es ist ganz klar, dass man das jetzt mal nachforscht. Und im Gebet beatmet sozusagen, indem man auch betet, jetzt möchte ich also diese Erfahrung machen. Ich habe mich als Radio eingeschaltet, jetzt möchte ich auch etwas hören. Wie gesagt, da ist diese Erfahrung immer, dass man unmissverständlich ganz konkret erfährt, dort, wo man Wahrheit empfindet. Alles ist in Ordnung. Tabula rasa. Alle Schuld ist vergeben. Ich bin geliebt von Gott. Da steht jetzt nichts mehr dem im Wege. Und ich bin dementsprechend ewig geborgen. Und man weiß, das geht auch über den Tod hinaus. Ich bin zu Hause angekommen. Und man weiß, ich habe den Sinn des Lebens gefunden. Das Erstaunliche, es geht. Es funktioniert, wenn man das so sagen darf, wirklich immer. Es ist immer der Anfang. Und diese Erfahrung wünsche ich Ihnen auch. Sie ist nur dieses eine Gebet entfernt. Ja, vielen Dank fürs Zuhören und ich bin gespannt auf Ihre Kommentare und antworte gern. Und wer die ganze Story mal nachlesen will, ich habe das auch in einem Buch zusammengefasst, Expedition zum Ursprung, ein Physiker sucht nach dem Sinn des Lebens. Das war der Vortrag Expedition zum Ursprung, ein Physiker sucht nach dem Sinn des Lebens von Herrn Dr. Albrecht Kellner. Wir vom Team Christen im Beruf Darmstadt sagen hier und an dieser Stelle vielen Dank, Herr Dr. Kellner, auch für die Bereitstellung des Vortrages. Ihnen, liebe Zuschauer, hier noch einmal die herzliche Einladung zu der Livestream-Schaltung am 10.01.21 um 19 Uhr. Sie können bei dem Interview mit Herrn Dr. Kellner live dabei sein und wenn Sie Fragen an ihn haben oder mehr von Herrn Dr. Kellner wissen möchten, schreiben Sie uns Ihre Fragen gerne auf. Diese senden Sie bitte vorab an unsere E-Mail-Adresse, die da lautet darmstadt@christeninberuf.de. Herr Dr. Kellner wird soweit möglich Ihnen diese Fragen in diesem Interview beantworten. Schauen Sie auch gerne auf unsere Homepage www.cib-da.de. Dort sehen Sie weitere Termine von den nächsten Veranstaltungen von Christen im Beruf aus Darmstadt. Diese werden, wie auch sonst, wieder in einem Restaurant stattfinden. Auch zu diesen Veranstaltungen lade ich Sie hiermit herzlich ein. Und gerne sehen wir uns da. Auch persönlich
Liebe Grüße und gerne bis dann.